10 nach 12, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Seit Tagen lachen einen bunte Ostereier im Supermarkt an. Wie ist es bei Ihnen? Färben Sie selber oder kaufen Sie? Wie stehen Sie zu dieser Tradition? Ja, zwar ein bisschen mehr Arbeit, die Eier selbst zu färben, aber darauf hat jetzt die Stiftung Ökotest hingewiesen, absolut empfehlenswert, sie selber zu färben. Denn die bunten Ostereier zum Kaufen, die können mehrere Haken haben. Ja, vielen Dank nach Bayern. Tausende Menschen warten in Deutschland auf ein lebenswichtiges Spenderorgan. Auch Sarah stand auf einer Warteliste. Dann kam die erlösende Nachricht. Es steht ein Spenderherz zur Transplantation bereit. 13 Jahre ist das jetzt her. Seitdem erlebt sie immer wieder Rückschläge. Sarah leidet unter Herzrhythmusstörungen und hat sich dann auch noch mit Corona infiziert. Wölfe, die über Schafsherden herfallen. Auch in Hachenburg im Westerwald gab es in letzter Zeit wieder tödliche Angriffe. Deswegen werden unter anderem wolfssichere Zäune vom Land finanziell gefördert. Und auch eine alte Tradition lebt wieder auf. Die Herden sollen vermehrt von Hunden geschützt werden. Und wenn Sie sie nachbacken möchten, dann finden Sie das Rezept auf drehscheibe.zdf.de und natürlich noch viele andere süße Osterideen. Also schauen Sie mal rein. Für diese kleinen Eichhörnchen ganz schön knapp. Sie alle sind gerade so dem Tod entkommen. Ihre Mutter haben sie verloren. Aber zum Glück gibt's Andrea Stricker, eine engagierte Tierfreundin aus Duisburg. Sie hat die Tierchen adoptiert und peppelt sie wieder auf. Ziemlich viel los war auf unserer Expedition Deutschland. Sarah Schuhen war vor ein paar Tagen im bayerischen Frühling unterwegs und hat einen Skateboarder getroffen, der ihr sein Herz geöffnet hat. Und die Mittwochmädels. Warum die so heißen und warum sie demnach morgen wahrscheinlich auch wieder Gas geben, das sehen Sie jetzt im malerischen Oberbayern. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen im Einsatz. Auf einer Bundesstraße kommt ein Transporter von der Fahrbahn ab und prallt frontal in einen Schildermasten. Im Fahrzeug 4 Personen. Nicht alle schaffen es, sich selbstständig aus dem Unfallwrack zu befreien. Sehr süß. Und das war's für heute von uns. Ich empfehle Ihnen zdfheute.de und unsere ZDF-Heute-App für Nachrichten rund um die Uhr. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie möchten, pünktlich um 10 nach 12 zur Drehscheibe. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.